Aber in das Video lohnt sich es auf jeden Fall reinzuschauen mit dem Excel zusammen. Ja, hallo. Aus dem Livestream, Montag 20 Uhr sind wir mal live. Auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Und der Link zum Video ist natürlich auch in der Videobeschreibung unten in der ersten Zeile. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Landtechnikvideos.de. Liebe Grüße auch an den Tamro an der Stelle. Und ja, lasst ein Däumchen da, Leute. Schaut gerne bei dem Originalvideo vorbei. Lasst dort ein Däumchen da. Unterstützt die Jungs ein bisschen. Und schreibt gerne in die Kommentare, was wir uns noch anschauen sollen. Ganz, ganz wichtig, denn wir saugen das auf, notieren uns das und irgendwann wird es dann kommen, wenn wir dann mal die 2 Milliarden Videos auf YouTube abgearbeitet haben. So, es geht heute. Festhalten. Excel, siehst du? Nö. Warte, dann baue ich das nochmal schnell. Ja, bau noch mal. Das ist aber auch immer. So, jetzt siehst du, es geht um die Maisernte beim Lohnunternehmen Osters und Voss, Teil 1. Das war gut. Osters und Voss, nur ganz kurz, ist ein ziemlich großes Lohnunternehmen, welches auch sehr, sehr oft gelesen haben, ist sehr, sehr oft in den Kommentaren vorgekommen, dass wir Osters und Voss uns mal anschauen wollen. Es ist tatsächlich das Erste, was wir uns anschauen von Osters und Voss. Wir haben die Freigabe dafür gekriegt von Landtechnik-Videos und wir sind sehr gespannt. Auf jeden Fall. Mal gucken, was so abgeht bei denen. Genau. So. Da erwartet auf jeden Fall wieder hohe Qualität. 7 Standorte, 250 Mitarbeiter und mehr als 100 Traktoren. Das Lohnunternehmen Osters und Voss gehört zu den größten Agrardienstleistern in Deutschland. Wie viel hatte Reif? 230 Mitarbeiter, ne? Ja. Und wie viel hatten die jetzt? 250? Nee, habe ich. War es auch 230? Ich habe mehr auf die Traktoren gehört. Das waren über 100. Aber 7 Standorte ist natürlich auch respektabel, Ja, Alter, ohne das ist Witz, ne? natürlich auch Haufen. 7 Standorte. Stammsitz ist Großgottschow, 150 Kilometer nordwestlich von Berlin. 250 und das ist Stand 2015. Ja, stimmt, stimmt. Das ist ja auch schon 6 Jahre her. Spätestens Ende September läuft die Maiskampagne auf vollen Touren. 1% der jährlichen Maisernte in Deutschland häckselt Osters und Voss. Die übrige Fläche teilen sich ca. 3000 Mitbewerber. Von den insgesamt 18 Feldhäckslern von Osters und Voss werden alleine hier aus Großgottschow 11 Häckselkolonnen disponiert. Für die diesjährige Kampagne gilt es für die Mannschaft des Lohnunternehmens in 4 Wochen 18.000 Hektar Mais zu häckseln. Das ist Haben wir uns schön. letztens nicht 160 Hektar Grünschnitt angeguckt? Ja. Von Reif hat er gerade gesagt 18.000? Ja. 18.000 wollen die häckseln? Wie viel? Ist Ja, gut, logistisch gesehen? über 10 Häcksler, ne? Aber dennoch, von der logistischen Variante her ist das schon, ja, ist nicht von schlechten Eltern, das Alter, Ganze zu managen. über 10 Häcksler, das ist natürlich Wahnsinn. 17 Häckslern, ja, da machst du schon Fläche auf jeden Fall, na klar. Aber da weißt du auch, wie viele Traktoren alleine du, also wie viele Traktoren mit Abfahrwagen, mit Anhängern du da in der Rotation brauchst, ne? Ja, natürlich, weil also da darf kein Stillstand reinkommen, weil Ja. sonst ist ja es ist der blanke Tod dann. Ja, definitiv. Krass. Aber auch wieder die gute alte bewährte Fantechnik, ja, kann ich noch immer wieder stolz verkünden. Einige der größten Weißt du? Biogasanlagen in Oh, hier, Alter. Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg betreut Osters und Voss. Die größte. Das ist natürlich geil, wenn du natürlich die Biogasanlagen da betreust, dann ja, top, ne? Ja, na klar, aber du musst halt auch sehen, nicht nur das Gute, sondern du hast halt auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit mit den Dingern. Ne? Und Reinigung und allem drum und dran ist nicht nur, dass du die Biogasanlagen fütterst. Das ist halt Ja, auch schon alleine von den Bestimmungen, die es da auch noch dazu gibt, das auf bei jeden den Fall. Biogasanlagen. Ja. Hat eine Leistung von 15 Megawatt. Die Kunden vertrauen auf die langjährige Erfahrung, die professionelle 15 Organisation der Megawatt Dienstleistung Biogasanlage, und die Alter. geschulten und routinierten Fahrer. Durch die 7 Standorte mit eigenen Werkstattteams und eigenverantwortlich arbeitenden Standortleitern ist das Lohnunternehmen Top. flexibel und nah am Kunden. Ja.
Finde ich gut. Ist natürlich geil, wenn du für jeden Standort einen Standort leider hast, dann funktioniert das natürlich auch viel besser. Aber da brauchst du natürlich, Grundvoraussetzung ist natürlich Top-Personal. Ja. Definitiv, richtig. Definitiv, die da auch wirklich die Übersicht behalten und das ganze Management auch gut handhaben können. Ja, auf jeden Fall. Für diesen Agrarbetrieb vor den Toren Berlins gilt es in dieser Saison insgesamt 2000 Hektar Mais zu häckseln. Alter. In dem an der Biogasanlage angeschlossenen Blockheizkraftwerk wird auch... Das sind mal Fahrsilos, oder? Oh ja, da siehst du kein Ende. Ne? Das ist ja, oh, ist ein Traum. Ist das. Da geht einem das Herz auf, oder? Bei so einem Fahrsilo. Leck mich am Arsch. Weißt du, was da liegt? Sitzt hier mit dem Grinsen. Aus dem Biogas elektrische Energie und Wärme erzeugt. Mit der Wärme wird beispielsweise ein Krankenhaus in der nahegelegenen Stadt gespeist. Kunden wie dieser Agrarbetrieb schätzen Osters und Voss als leistungsfähigen und zuverlässigen Partner. Der Lohnunternehmer ist mit 2 Klaas Jaguar Feldhäckslern und mehreren Abfuhrgespannen und Walztraktoren im Einsatz. Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn. Auch alles Tridems, ne? Also die schieben da schon ein bisschen was weg, aber guck dir auch mal die Felder an. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Ja, ne, da brauchst du ordentlich Leistung. Nicht wie bei Vermögen. Nicht wie bei Fritzl. Der 650 PS starke Klaas Jaguar 960 stammt vom Osters- und Voss-Stützpunkt in Altramft. Mit dem 12-reihigen Vorsatz häckselt das Team bis zu 65 Hektar in einer Schicht. Die Erträge sind in der Ernte 2015 von Standort zu Standort sehr unterschiedlich. Zwischen 30 und 70 Tonnen werden vom Hektar abtransportiert. Mit leistungsfähigen Transportfahrzeugen mit Boot. Überleg mal, 30 bis 70 Tonnen. Jetzt nehmen wir einen Schnitt, 50 Tonnen. Ja? Mhm. 65 Hektar in der Schicht. Mhm. 65 mal 50. Jetzt geht's los. 330 Tonnen, stimmt das? 65 mal 5. Nee, Käse, totaler Käse. Ach, 3.300? 3.250. 3.250? Ja. 3.250 Tonnen in einer Schicht. Was? Kommt was rum, ne? 3.250 Tonnen in einer Schicht. Müsst ihr die mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Alter. Ist schon... Alter. Bodenschonender Bereifung werden auch längere Distanzen zwischen Feld- und Siloplatte schnell und effizient überbrückt. Das Verdichten am Silo übernehmen erfahrene Mitarbeiter mit aufballastierten Traktoren. Krass. Wirklich krass. Guck dir das an, wie das fällt. Oh, ist das nicht gut. Oh, ein Schild. Wenn abgekippt, dann schnappt die zwei sich das, dann wird's direkt verdichtet. Gearbeitet ja wird bei Osters und Voss im Einschichtbetrieb. Weil wenn du überlegst, wenn so ein Tridem ablädt, ne, das ist ein echt gigantischer Anhänger. Oh ja. Und du siehst das nicht mal einen Millimeter auf dem Silo mehr. Wenn die das breit geschoben haben. Weißt du, wie ich meine? Da weißt du, wie viele Anhänger dort liegen. Immer wieder. Also ich finde wirklich, also Häcksel, Silage, diese Fahrsilos und diese für Biogasanlagen, ich finde es immer wieder beeindruckend. Wirklich immer wieder beeindruckend. Kann ich mir auch 100 Mal anschauen, ohne Witz. Es ist ja nicht nur das, es ist ja auch mal, du musst ja dann beide Hände mal nehmen in das Häckselgut richtig tief rein und musst das mal rausnehmen, musst mal dran riechen und Magneten und mal machen und ach, das ist ein Traum, das ist einfach, es ist schöner wie jede Frau ohne Flachs, ne? Ich feier das, also ja. Während der Kampagne bekommen viele der Fahrer ihre Maschinen fest zugewiesen. Die Erntefahrzeuge bleiben so lange beim Kunden, bis der Auftrag abgearbeitet ist, weshalb viele Maschinen tagelang nicht mehr an den Standort zurückkommen. Fahrer Michael Granzo arbeitet schon seit 17 Jahren bei Osters und Voss und steuert im Herbst vor allem den Häcksler. Der Krone Big X 700 hat eine Motorleistung von 700 PS. Keiner der Häcksler bei Osters und Voss ist übrigens älter als 2 Jahre. Das steht für Einsatzsicherheit und Zuverlässigkeit. Bin ich gut. Krass. Aber dann sind es wahrscheinlich Leasinggeräte, ne? Mit Sicherheit, natürlich. Also, dass das Leasinggeräte sind, die halt nach 2 Jahren zurückgegeben werden.
krass. Ja, nur so hast du keine Kinderkrankheiten bei den Geräten. Ja, na ja, klar. Gut, aber das kann sich auch nur so ein riesiges Lohnunternehmen leisten, das muss er auch dazu sagen. Ja, natürlich, das darf man natürlich nicht aus Acht lassen. Ja. Das ist schön, aber guck dir doch die Maschinen an. In einer Kurzfilmreihe werden wir in der nächsten Zeit weitere Dienstleistungen von Osters und Voss vorstellen. Definitiv. Und den Mitarbeitern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Nutzt für weitere Informationen die Internetseite des Lohnunternehmens unter www.osters-voss.de und plant bei eurem Agritechnica-Messerundgang am Stand von Osters und Voss in Halle 27 vorbeizuschauen. Alter Schwede. Guck mal, wieder das reinzutscht, wie genüsslich. Aber ja, schwindelig das. Ist schon krass, was die da wirklich vom Masten wegarbeiten. Da weißt du auch, warum die 600 PS brauchen. Ja, natürlich. Die müssen ja, guck mal, was vom Gelände die hier angeschossen müssen. Voll das Gerüstel. Ja. Bin jetzt vor der Kante hochgeschoben. Oh, guck dir den Ausblick an. Schön bis zur Silokante. So muss das sein. Ist das ein Traum? Da blüht das alte Landwirtschaftsherz auf beim Excel. Oh ja, es tut mir leid, aber es ist einfach mal geil. Hallo. Krass. Weiterung. Das war übrigens nur der erste Teil vom Osters und Voss. Osters und Voss Land Lohnunternehmen. Sehr, sehr interessantes Video. Sehr schönes Video auch von Landtechnik-Videos, aber sind wir es ja gewohnt. Deswegen schaut gerne vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und der Link zum Kanal natürlich auch. Lasst gerne auf das Video auch ein Däumchen da. Vergesst nicht in die in die Kommentare zu schreiben, was wir uns noch anschauen sollen, auf was ihr Bock habt und so weiter und so fort. Und ja, der Lara schreibt, ich fühle Excel so. Beiden Händen, da musst du aber richtig rein in die Silage und das musst du mal riechen. Ja, natürlich. Bei Excel musst du halt aufpassen, dass er nicht meine Hand voll wegsnackt von der Silage. Ne? Will er mal sein. Mit seinem Hungerchen. Na gut, Leute, wir sind erstmal raus. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Bis dahin. Ciao. Ciao.